Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Wended Monday. Wir nehmen das Nikotinkaugummi, was hier liegt, und die Streichhölzer, also ein bisschen viele. Guten Morgen, Mr. Guten Morgen. X. Morgen, Steve. Gibt's was Neues? Ihre neue Lieferung an Kaugummi und Zigaretten ist soeben eingetroffen. Perfekt. Sag den Jungs, sie sollen es in Lagerhalle 4 unterbringen. Aber Sir, das Lager ist voll. Tja, dann lass dir was einfallen. Jawohl, Mr. Hicks. Na, wie geht's Ihnen? Verschwenden wir lieber keine Zeit mehr mit dem Abschaum. Mortimer, guck mal, was aus mir geworden ist. Ich verschwende nicht meine wertvolle Zeit mit Mortimer. Und nicht mit Mortimer? Haufenstreiche, sag geil. Rechen. Kissen ohne Kissen. Gehen wir mal ans Kissen ran. Mein Kissen. Oh, Mortimers Augen. Hab's. Kaum zu glauben, dass sowas auch ohne Entenbügel geht. Ja, der Entenbügel muss patentiert werden. Sonst gibt es hier nichts, was uns wichtig ist. Karl. Karl haben wir es... Oh Gott, Ellen! Hey, wie geht's, Karl? Sehr gut, Mr. Hicks. Genieße die Tatsache, dass mir das Gefängnisleben es erlaubt, einen weiteren Tag faul auf meinem Arsch liegen zu bleiben. Du weißt, wie man sich's gut gehen lässt, Karl. Danke für das Kompliment, Mr. Hicks. Na gut, genieß es. Mach ich. Ellen! Na, sieh mal einer an. Wen haben wir da? Verzeihung, kennen wir uns? Ja, aber sicher, mein Freund. Glaub aber nicht, dass du dich daran erinnern kannst. Das ist schon eine Weile her. Also, wollen Sie irgendwas? Weil ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich bereite mich auf den morgigen Wettkampf vor. Ich will immer irgendwas, Alan. Ohne Ausnahme. Ich sehe, Sie kennen meinen Namen. Und wer, bitteschön, sind Sie? Ich heiße Hicks. Mir gehört der Laden hier. Ach ja, ich habe viel von Ihnen gehört. Wie zum Geier bist du denn hier gelandet? Warum schreist du eigentlich nicht mit deinem Namen durch die Gegend? Wie zum Geier bist du denn hier gelandet? Na, das ist eine Riesenverschwörung. Oh, echt? Von wem? Von allen! Regierungsorgane, Geheimorganisationen, Sicherheitsdienste, die waren alle dabei. Natürlich. Aber warum? Du bist doch nur ein Spinner in einem Ballettröckchen. Das würde jemand mit ihrem beschränkten Verstand wohl annehmen. Leider habe ich keine Zeit, das alles im Detail zu erklären. Also, um's kurz zu machen, ich habe einen Reptilianer getötet und wurde erwischt. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Einen... Sie ja. wissen nicht mal, was doch. Ein Reptilianer klar. ist. Stimmt's? Na klar weiß ich das. Die regieren heimlich die Welt oder so. Die Gestalten, die immer Mäuse im Fernsehen gefressen haben. Tja, so ungefähr. Okay, und wie sah dieser Reptilianer Tot. Aus? Irgendwie dicklich. Und er hatte immer dieses Feinripp-Unterhemd an. Er schob immer einen Wagen herum und verkaufte Luftballons. Oh. Ich hasse Luftballons. Zutiefst. Du hast den Typen umgelegt? Komm schon, Mann. Der hat doch durch die Heliumvergiftung schon genug gelitten. Es tut mir nicht im Mindesten leid. Ich sah ihn nie in seiner reptilianischen Form, aber er war mit Sicherheit einer Bestimmt. Von ihnen. Er hatte eine sehr hohe Stimmlage. Viel zu hoch, würde ich sagen. Ich musste ihn aufschlitzen. Er quiekte dabei wie ein Ferkel. Die hohe Stimme war doch vom Helium. Du weißt doch sicher, was passiert, wenn man das einatmet. Nein, und das ist mir auch egal. Er hatte es verdient. Ich hab Angst. Und ich war sozusagen nur der Ausführende. Okay? Okay, okay. Mann, du bist ja echt so ein Django, Alan. Warum schreist du eigentlich nicht mehr deinen Namen durch die Gegend? Warum schreist du eigentlich nicht mehr deinen Namen durch die Gegend? Oh, so etwas habe ich nie getan. Bist du sicher? Wie steht's mit deinem anderen Ich? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Klar weißt du das, Robert. Du irrer Freak. Ich heiße nicht Robert. Und ehrlich gesagt, wenn ich eine gespaltene Persönlichkeit hätte, dann wüsste ich klar. davon. Ja, klar. Warum haben sie dich dann in die Klapse gesteckt? Wegen der Riesenverschwörung, die gegen mich läuft, okay? Leute, die die Wahrheit kennen, sind den Mächtigen ein Dorn im Auge. Aber ich sage ihnen, ich habe keine gespaltene Persönlichkeit und ich laufe nicht rum und schreie meinen Namen durch die Gegend. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch verrückt. Alan! Naja,
Ich muss los. In Ordnung, aber achten Sie auf diese Gestalten. Hier sind sicher ein paar von Ihnen im Undercover-Einsatz. Klar. Ich pass schon auf. Ich hab Angst. Gang A. Schauen wir mal in der Bibliothek nach, was da Neues ist. Hallo, Brooks. Hey, was geht, Brooks? Morgen, Junge. Brauchst du was? Nee, danke. Hab keinen Bock auf Lesen heute. Hast du das gehört, Jake? Er macht sich auf die Socken, um zu fegen. Hat dir eigentlich all die Jahre noch nie jemand gesagt, dass du stocktaub bist? Raub? Ich sitz nicht wegen Raub. Wäre ganz und gar nichts für mich. Na sicher. Mach's gut, Brooks. Krähe. Vergiss es. Lass mir doch nicht die Augen aushacken. Der war süß. Irgendwie. Naja. Der Schnabel, aber der Rest so. Flauschig, federig, bequem. Keine Ahnung. Oh, wir können alles mitgehen lassen. Da brauche ich einen Schlüssel. Brauche ich nicht. Wir nehmen jetzt alles mit. Was da wohl? Wir nehmen alles mit. Danke. Ich muss jetzt nicht... Den kann ich nicht mit... Achso, das war wieder der Zettel, okay. Nicht mit bloßen Händen. Dünger. Zigaretten. Müssten wir nicht auch Frittierfett oder so haben? Nur ein Kissenbezug, der irgendwie komisch riecht. Kann ich den nicht nehmen, um das runterzunehmen? Ja, ich glaub... Nein, also... nicht in die Suppe, Mensch. Du weißt doch, was ich meine, oder? Kann ich mir was abfüllen? Ja, ich glaube, davon schmeckt die Suppe auch nicht. Irgendwo muss doch da Frittierfett sein, oder nicht? Verunreinigtes Essen, Nikotinkaugummi, Seife, Samen. Na, okay. Gehen wir erstmal wieder hoch. Wo ist jetzt eigentlich der Bruno hin? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Der ist bestimmt dann auf dem Hof. Ellen! Hey, nein! Falsch! Wo willst du denn hin? Hier lang! Mortimer, in deiner Dunkelheit. Hi, Murray. Guten Morgen. Was geht, Murray? Nicht viel. Weißt du, ich halte nur die Augen cool. auf. Der gute alte Murray. Mit ihm fühlt man sich so sicher. Ja, ich mache nur meinen Job. Übrigens. Gibt es irgendwas Neues? Irgendwas Neues von draußen? Gibt's irgendwas Neues? Eigentlich nicht. Das Übliche. Verstehe. Obwohl heute alle über dich reden. Du hast es ja schnell zu was gebracht hier. Danke, Murray. Aber so schnell ging das gar nicht. Die Tage hier fühlen sich manchmal an wie Jahre. Hör zu. Ich weiß ja, dass Beliebtheit hier drin ganz gut klingt. Aber lass mich dir mal was sagen. Wenn ich du wäre, würde ich den Ball flach halten. Die Leute hier sind gefährlich. Und sie werden leicht neidisch. Besonders auf die, die die Zügel in der Hand haben. Danke, Murray. Merke ich mir. Irgendwas Neues von draußen? Draußen? Oh. Die Welt ist einfach verrückt. Heute hat sich zum Beispiel ein Junge, etwa in deinem Alter, einfach schon so wieder. Ja. Hat sich mit dem Staubsauger das Hirn rausgesaugt. Man sagt, er sei noch 4 Minuten rumgelaufen, bevor er tot war. Mann, echt gruselig. Ist das Ihr Ernst? Ich mein's immer ernst. Und dann gibt's noch das Problem mit den Obdachlosen. Jeden Tag gibt es mehr davon. Und alle scheinen genau gleich auszusehen. Mhm. Glauben Sie nicht, dass das vielleicht immer der gleiche ist, der nur an unterschiedlichen Orten rumhängt? Na, woher soll ich das wissen? Ist nicht mein Revier, also auch nicht mein Problem. Natürlich. Tja, dann ist ja wohl alles im Lot in der Stadt. Glaub mir, hier drin ist es gar nicht so schlimm. Das muntert mich ein wenig auf. Aber dann muss ich daran denken, dass ich in der Zelle sitze. Und das bringt mich ganz schnell wieder runter. Trotzdem danke. Bitte sehr. Oh, das ist ja auch schlimm. Da saß er über 2000 Tage hier drin und jeden Tag das Gleiche erlebt. Oh. Muss ich dir einfach mal vorstellen. So, ist der Zauberer da? Schachteltyp. Sleazy! Hey, was geht, Sleazy? Sieh mal einer an, wenn das nicht Mr. Randall Hicks ist. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Tja, etwas schleppend in letzter Zeit. Es gab Razzien wegen dem Schmuggelgut. Aber das macht nichts. Ich krieg früher oder später immer, was die Leute brauchen. Das ist stark, Mann. Dann wird dir mein Panzer jeden Moment eintreffen, oder? Kann mich nicht an den Panzer erinnern. Aber keine Sorge, ich kann bis morgen einen besorgen. Klar, kann's kaum erwarten. Bis dann, Sleazy. Was erzählt man sich denn über mich? Verstehe nicht ganz.
Komm schon, Sleazy, der Grund, warum ich hier gelandet bin. Ach. Oh. Das. Ja, das. Also, ich glaube ja nicht alles, was die Leute über dich erzählen. Besonders, weil sich keiner traut, es dir ins Gesicht zu sagen und du scheinst auch keinen blassen Schimmer zu haben. Also nehme ich an, das ist alles nur gelogen. Wenn dem so ist, gebe ich dir einen Tipp. Ignoriere einfach die Gerüchte. Gerüchte haben nur Macht über einen, wenn man sich was aus ihnen macht. Tja, und wenn ich falsch liege und sie sind doch die Wahrheit, warum sollte ich dir denn alles erzählen? Du weißt längst alles und wir können einfach die Vergangenheit ruhen lassen, nicht? Ich weiß, das wolltest du sicher nicht hören, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Hm. Ja, danke für gar nichts. Wusste gar nicht, dass du so tiefgründig bist. Ja, dann bis später, ne? Dann bis später. Gucken wir mal, ob im Hinterhof was Neues ist. Ob noch was gewachsen ist. Oh mein Gott. Trockene, gewöhnliche... Oh, ich kann alle ein... Ich Riesenklee kann... Die nehme ich nirgendwo mit hin. Die alle pflücken? Zweiblättriger... Hier ist bestimmt irgendwo vierblättriges, oder? Gewöhnlich zweiblättrig verwelkte Klee... Katze... Oh, eine Katze. Riesen, ein komisch winziges Klee... Oh Gott. Das ist gerade ziemlich, ja. Genau, ziemlich ja. Klee ohne Blatt, zweiblättriges, das ein... Gewöhnliches Klee ohne Blatt, trocken, winzig, gewöhnlich. Muss ich da jetzt überall drüber gehen? War da ein vierblättriges? Nein. Wahrscheinlich hat das überhaupt keine Bedeutung. Und ich gehe einfach so drüber. Ich gehe jetzt mal alles so ein bisschen... Okay, sehe nichts. Was ist hier eigentlich? Stinkende Vogelscheuche. Okay. Gartenkralle gehört mir. Kann ich mit der irgendwas machen? Ups. Die nehme ich nirgends. Ja, ich möchte doch nicht das... Ich möchte das aufmachen. Gartenkralle. Wenn du das... Sehr viel besser. Ah. Was soll ich damit jetzt machen? Ich überrasche mich immer wieder selbst. Ach, ein Enterhaken. Kann ich mich dadurch über die Mauer werfen oder... Über den Ast erstmal? Oh, meine Stimme kackt gerade voll. Entschuldigung. Ja! Ist einfach über die Mauer schwer. Aber nicht über die Mauer. Schade. Okay, die Katze spielt mit den Apfel aus. Oh, super. Wenn ich jemals hier rauskomme, dann mache ich eine Diät. Das schwöre ich. Oh, wie süß das Kätzchen. Was glänzt in deinem Nest? Hey, ein Penny. Die Krähe gehört also doch hier in den Knast. Der kleine Bastard ist ein Dieb. Den kann ich erst benutzen. Okay, Wasser zum Laufen. Funktionierender Schlauch. Sorry, Mäuschen. Das muss nicht bewässert werden. Also, ich könnte irgendwie die Katze abspritzen. Geht das nicht? Katze. Oh, doch, das geht. Ich fürchte, der Katze hat die Dusche gar nicht gefallen. Dann kann ich jetzt nämlich das hier nehmen. Und hier ist wirklich nichts. Das verwundert mich. Wahrscheinlich einfach nur so zur Ablenkung. Kann ich das wieder mitnehmen? Abgebrochener Ast? Nee. Enterhaken? Gar nichts. Schade. Reden wir nochmal mit denen da? Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Keine Ahnung, reden die mit mir. Tachchen. Was geht ab, Breifresse? Hey! Oh. Hallo, Mr. Hicks. Wie geht es Ihnen? Mir geht's prächtig, Breifresse. Ganz prächtig. Also, wollten Sie irgendwas? Aber sicher. Warum sollte ich mich sonst mit einem Niemand wie dir unterhalten? Natürlich. Ich hab dich vor langer Zeit um etwas gebeten, aber du hast mich ignoriert, weil ich damals der Niemand war. Erinnerst du dich? Ganz ehrlich gesagt? Nein, Mr. Hicks. Egal. Ich hab jedenfalls viel Geduld aufgebracht, hab mir Zeit gelassen. Aber wie du sehen kannst, schmeiß ich jetzt den Laden hier. Ich bin der große Zampano hier drin. Natürlich sind Sie das, Sir. Jeder weiß das. Okay. Und jetzt will ich, was mir rechtmäßig zusteht. Was? Was meinen Sie, Mr. Hicks? Deine Haare meine ich. Gib mir deine Zähne. Gib mir deine Zähne. Was? Meine Zähne?
Wie genau soll das gehen? Der ist doch klar, oder? Ich will deine Zähne. Aber wozu denn? Die würden als Halskette ganz gut aussehen. Was geht's dich überhaupt an? Naja, sind immerhin meine Zähne. Na gut, dann frage ich jemand anders. Jemand, der sich ein bisschen mehr fürs Gemeinwohl engagiert. Deine Haare, meine ich. Meine Haare? Ja, mir gefällt die Frisur und ich hätte auch gern so einen coolen Schnitt. Also mach deine Haare ab und gib sie mir. Ich soll also meinen Schädel rasieren? Nee, wenn du dir den Schädel rasierst, wird die Frisur im Arsch. Man muss sie doch irgendwie vom Kopf abreißen können, sodass sie ganz bleibt. Hm? War nur Spaß, Mann. Ich verarsch dich nur ein bisschen. Außerdem sieht dein Haarschnitt scheiße aus. Du hast doch nicht im Ernst gemeint, dass mir der gefällt. Du bist echt zum Schießen, Kumpel. Können wir mal über deine geliebte rosa Flasche sprechen? Meinen Sie die hier? Genau die. Und wenn da rosa Wismut drin ist, sind wir die besten Freunde. Na, da haben Sie aber Glück, Mr. Hicks. Da steht drauf, rosa Wismut. Woher wussten Sie das? Man könnte sagen, dass ich ein guter Beobachter bin. Aber ehrlich gesagt ist das einfach das einzige rosa Zeug, das ich hier drin je gesehen habe. Verstehe. Wissen Sie, ich habe immer dieses Sodbrennen. Kommt vermutlich von dem Schweinefraß, den es hier immer gibt. Weißt du, Bruno kocht gar nicht so gut, wie er sich einbildet. Wenn wir hier nur was Anständiges zu essen kriegen würden, müsste ich nicht immer diese Flasche mit rumtragen. Verstehe. Weißt du, du gefällst mir. Also sag ich dir Bescheid, wenn ich irgendwo was Gesundes zu essen habe. Ich habe den Apfel. Danke, Mr. Hicks. Na, ich habe den Apfel, den können wir ihm geben. Hier, nimm das. Bitte, mein Freund. Hier ist was Gesundes zu essen. Wow! Dankeschön, Mr. Hicks. Ich habe schon jahrelang den Jeep auf was nicht aus einer Fritteuse kommt. Aber gerne, Mann. Schätze, du brauchst jetzt das Magenmittel nicht mehr, oder? Mein rosa Wismut? Meins. Mr. Hicks, ich habe halt schon so lange Magenprobleme. Na, deswegen habe ich dir ja dieses leckere, gesunde Essen besorgt. Und ich bin auch echt dankbar. Gib her! Aber... Komm schon, du weißt, ich kümmere mich immer um meine Leute und ich vergesse nie einen Gefallen. Na gut, Mr. Hicks, nehmen Sie's. Aber bringen Sie mir bitte morgen wieder etwas Obst, okay? Klar. Morgen erinnerst du dich nicht mal mehr an dieses Gespräch. Wie bitte? Ich sagte, morgen schicke ich dir einen Obstkorb auf die Zelle. Oh, danke, Mr. Hicks. Sie sind einmalig. Perfekt. Noch ein Gegenstand, den ich von der Liste streichen kann. Wir haben rosa Wismut. Aber ich sagen, das war's auch für diese Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.